Nico, das war ja ein richtiges Sahne-Ding, was du da reingeschossen hast. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du es gemacht hast? Gut, Freistoß, 25 Meter, einfach mal draufgehalten. Ich denke, dafür bin ich auch ein bisschen bekannt. Dafür als Torjäger dann, hat dann alte Zeiten quasi angeknüpft, ja. Gelingen dir solche Freistöße öfter? Ja, also vor meiner Verletzung war das eigentlich öfters so der Fall, dass ich mal eingeschweißt habe, ja. Sieg, ihr seid eine Runde weiter in der Relegation. Ja, wie fühlt sich das an und was wartet da noch auf euch? Ja, der erste Schritt ist erstmal getan. Wir wollen unbedingt in der Verbandsliga als erhalten bleiben. Ich denke, das haben wir uns auch verdient. Die letzten 10 Spiele haben wir 6 Siege geholt und der TSV soll einfach in der Verbandsliga bestehen bleiben. Was sagst du zum Spielverlauf? Ja, es war durchwachsen. Ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel, aber kämpferisch war es eine super Leistung von uns. Und im Endeffekt, wenn man dann 2-1 gewinnt, hat man es auch irgendwie verdient im K.O.-Spiel. Das Spiel hatte eine leichte Überlänge. Zu lang für dich? Der Schiri wollte vielleicht noch für St. Leon Roth eins reindrücken, noch 2 Freistöße, so in der 98., 99., obwohl er nur 6 Minuten angezeigt hat, war dann doch ein bisschen zu viel, aber es hat ja noch gereicht, ja. Du bist ja hier in deiner alten Heimat sozusagen, hast ja früher bei Friedrichsthal gespielt. Wie ist es heute, hier das Spiel für sich entschieden zu haben? Also Friedrichsthal habe ich immer gute Erinnerungen gehabt. Ich bin damals in der A-Jugend aufgestiegen in die Verbandsliga. Friedrichsthal hat immer einen guten Platz. Da macht es immer Spaß zu spielen und wir haben auch gute Erfahrungen in der Runde dort gehabt. Haben wir jetzt in der Rückrunde auch einen Sieg eingefahren. Deswegen gute Erinnerungen an Friedrichsthal. Welcher Gegner ist dir in der nächsten Runde lieber? Oh, das ist uns völlig egal, ob Mosbach oder Kirlach. Der, wo es jetzt am Montag gewinnt, der hat es verdient. Und dann gucken wir mal, ob es für uns reicht. Ich bin optimistisch. Nico, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön, gleichfalls.